Sonne. Ich bin wieder angezogen mit meinem lila Flauschling. Ich lebe gefühlt in der. Meine Haare sehen so aus. Ich habe die irgendwie in meinem Dutt morgens. Es ist jetzt 12:15 Uhr. Ich war wieder ein bisschen lange wach gestern. Naja, momentan Hogwarts Legacy bringt irgendwie meinen ganzen einigermaßen Rhythmus komplett durcheinander. Ich hoffe, es wird besser, sobald Hogwarts Legacy, also sobald ich es fertig durchgespielt habe. Das Wetter ist übrigens richtig belastend. Ich zeig's euch mal. Es ist richtig grau draußen. Man kann es gar nicht richtig erkennen. Aber es regnet den ganzen Tag. Wir wollten eigentlich mit den Hunden raus. Aber da es so krass geregnet hat, konnten wir dann halt nicht. Deswegen, ja, habe ich mir noch länger geschlafen. So, ich habe wieder dasselbe Frühstück gemacht wie gestern. Es sieht echt nicht so appetitlich aus. Es ist tatsächlich griechischer Joghurt, Himbeeren und dann halt einfach noch so Haferflocken und so, also Müsli noch so. Ja. Es ist aber super lecker. Also ich liebe das. So, ich nehme jetzt natürlich auch wieder meinen Vitamin C. Like always. Tue ich einfach in Orangensaft. So, ich bin jetzt dabei, mich zu schminken und ich habe meine Haare gemacht. Leider muss ich sie selbst nochmal neu machen, weil ich hier irgendwie ein Haar vergessen habe. Ja, und dann schiebe ich direkt Harry Potter wieder. Ich freue mich richtig schon drauf. Da muss ich heute Abend unbedingt mal hier aufräumen, weil es sieht bodenlos aus. So, ich bin jetzt fertig mit dem Stream. Wieder entspannte 7,5 Stunden heute gestreamt. Dezent gefangen in der Hogwarts Legacy-Sucht, aber geil, macht Spaß. Genau, ich habe eben noch ein Thumbnail gemacht für mein YouTube-Video, was morgen rauskommt. Yay. Ich bin gerade zusammen auf dem Discord. Chris streamt sein Hogwarts Legacy-Gameplay irgendwie. Und Simon bearbeitet die Modes. Und Tete spielt auch gerade nebenbei noch Hogwarts Legacy. Und ich glaube, Nolte spielt auch Hogwarts Legacy. Und ich gucke Carstens Stream von Hogwarts Legacy, also ja, und ess Kekse. It's crazy. So, und dann mache ich jeden Abend, also wirklich jeden Abend, meine Kontaktlinsen rein. Das sind so extra Kontaktlinsen für die Nacht. Das ist wirklich der größte Gamechanger in meinem Leben gewesen, weil trägst du nachts und dann kannst du die morgens rausmachen nach dem Schlafen. Und dann siehst du einfach den ganzen Tag was, ohne Brille, ohne Kontaktlinsen, ohne nichts. Du siehst einfach den ganzen Tag. Das ist so krass, als hättest du keine Sehschwäche. So, wenn die startet, merke ich die gar nicht. Also man muss halt auch direkt die reinmachen und dann auch eigentlich direkt schlafen gehen und dann nicht mehr am Handy sein oder so oder irgendwas machen. Ja, aber die sind echt, also ich merke die gar nicht beim Schlafen, die stören mich überhaupt nicht. Und das ist wirklich die größte Bereicherung in meinem Leben gewesen. Gummo. Es ist mittlerweile 11:30 Uhr. Wir sind aber schon eigentlich seit kurz vor 8 wach. Ich habe dann aber noch mal kurz genappt. Auf jeden Fall haben wir unsere Vermieter nämlich heute da mit noch zwei Handwerkern und die haben bei uns Schimmel entfernt. Wir hatten nämlich im Wohnzimmer haben wir so Holzpaneele und die haben geschimmelt aufgrund der Luftfeuchtigkeit und wir haben halt relativ kalte Wände und deswegen hat es dann angefangen zu schimmeln. Hatten sie auch erstmal die ganze Zeit keinen WLAN, weil da direkt unser Router ist. Naja, auf jeden Fall ist es dabei gefixt. Ich bin sehr froh. Ja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt fertig. Ich esse jetzt was und dann starten wir den Stream. Ich freue mich schon wieder. Ich bin wirklich sehr süchtig. Das ist mal wieder am Rührei machen. Yay! Fertig. Und jetzt mache ich noch den Toast hier raus. Toastbrot ist so krass eigentlich, dass es so schnell immer abläuft. Es hält sich ja immer nur so 4 Tage, deswegen müssen wir immer viel Toast essen. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht, geschminkt und werde jetzt gleich live gehen. Freue mich schon sehr auf den Stream und ja, wir sehen uns dann nach dem Stream wieder. Mal gucken, wie lange ich heute streamen werde. Ich glaube, auf jeden Fall heute nicht so übertreiben wie die letzten Tage. Mal gucken, ob ich mich daran halten kann, weil ich übertreibe irgendwie die ganze Zeit. Ich streame jeden Tag zwischen 7,5 und 10 Stunden. So, Chat. Ich bin das so gewohnt, weil ich jetzt einfach jeden Tag so viel streame. Jetzt immer Chat sage. So, meine lieben YouTube-Zuschauer. Das klingt so weird, egal. Ich bin auf jeden Fall jetzt fertig mit dem Stream. Ich habe etwas kürzer gestreamt als gestern, was ich mir auch vorgenommen hatte. Ich habe heute nur 6,5 Stunden gestreamt, ich glaube 7,5 Stunden. Wir haben nicht mehr so viel zu essen. Also es ist nicht so viel, was man zu Gerichten machen kann. Deswegen zeige ich euch mal, was wir jetzt gemacht haben. Piccolinis. Gesund und so. Auf jeden Fall haben wir jetzt, das soll ich euch mal zeigen, was heute Morgen gemacht worden ist. Und zwar war hier alles voller Schimmel. Und zwar so zwischen diesen Leisten hier. Es war alles voller Schimmel. Und ganz schlimm war es, die reichen nämlich bis zum Boden. Ne? Es war auch hier an den Seiten ganz schlimm. Und es war halt auch hier hinter auch noch. Ja, das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir Wasserflecken hier haben an der Wand, weil es halt unsere Außenwand. Und wir haben jetzt aber hier genau die Klima, deswegen hoffen wir mal, dass das vielleicht das wieder ein bisschen trocknet. Ja, mal schauen. Also, ja.
Aber unser Vermieter weiß Bescheid, wir haben ihm das schon gezeigt und er meinte, wir müssen es mal ein bisschen im Auge behalten. Deswegen mal gucken, ob das jetzt durch die Klimaanlage ein bisschen besser wird. Hallo! Guten Morgen. Fixen wir das hier mal. Okay, so, habe jetzt mal meine Haare gebürstet und jetzt sehen die schon viel besser aus. Nicht wundern, die sehen jetzt etwas fettig aus. Das ist dadurch, weil ich Rosmarinöl benutzt habe für meine Kopfhaut. Und ich werde nämlich heute meine Haare waschen. Aber erst ein bisschen später, weil ich bin schon ein bisschen spät dran. Es ist nämlich 10 Uhr und ich wollte eigentlich um 10 streamen. Aber weil ich das mich nicht so gut gefühlt habe, weil so krank hier ein bisschen, nicht erst um 10 Uhr aufgestanden. Ich werde jetzt aber mir einen Tee machen, so einen extra Thymian-Tee für die Lunge. Und dann bin ich, denke ich, im Stream fertig. Das heißt, ich werde einfach dann schon live gehen. Und ich muss noch was essen. Was ich übrigens immer mache, wenn ich so Tees wie Thymian-Tee mache, stelle ich immer so eine Untertasse über normale Teetasse, damit der Thymian-Tee am besten wirkt, weil der muss jetzt auch am besten 10 bis 15 Minuten ziehen. Kann man das hören? Das bringt auch so Spaß im Stream. So, ich habe fertig gekocht und gegessen, habe Christian Essen gebracht, er streamt nämlich. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich mir jetzt noch ein paar Rezepte raussuche, weil wir wollten eigentlich heute einkaufen gehen, aber wir gehen jetzt doch erst morgen kochen. Ja, deswegen, ich habe jetzt ja Kochbücher und ich gucke jetzt mal, was wir so kochen für die Woche, beziehungsweise was ich koche, weil Chris isst eh nicht das, was ich esse. Ich habe hier auch diese zwei Kochbücher, die habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten und die habe ich auch schon dezent markiert mit Dingen, die ich gerne mag. So, ich habe mir jetzt drei Gerichte ausgesucht für morgen, also für Sonntag, Montag und Dienstag. Freue mich schon. Ich werde sie euch dann auf jeden Fall zeigen, was ich mir rausgesucht habe an den Tagen, wo ich sie koche. Yay. Serena kommt jetzt nämlich mit mir mit. Achso, komme ich mit dir mit? Ja, kommst mit. Okay, komm. Ich komme mit, anscheinend wusste ich nicht. So, wir machen jetzt ein Video. Was machen wir für ein Format? Wir machen jetzt Serena sagt. Serena sagt in Warzone mit dem Chat. Chat, ich filme für meinen Vlog. Ihr könnt alle Hallo schreiben oder so. Ich weiß nicht, irgendwas Lustiges. Alle schreibt einfach Moment. Perfekt, super. Hallo. Aber es schreibt Pumpe. Okay, kleiner Fail. Ich musste duschen abbrechen, weil ich stand so unter dem Wasser und ich weiß, warum wird das Wasser nicht warm? Und da habe ich Chris kurz gerufen und wir hatten ja jemanden da, der unseren Boiler auch gecheckt hat und der hat den Boiler aber nicht wieder angemacht. Das heißt, wir haben kein heißes Wasser mehr, generell kein warmes Wasser mehr. Und es ist momentan eh sehr kalt hier und ich kann nicht auch noch kalt duschen und ich bin eh schon so ein bisschen angeschlagen, also ich fühle mich so ein bisschen krank. Wenn ich jetzt kalt duschen würde, ich würde sterben. Meine Haare sind trotzdem ein bisschen nass geworden, aber egal. Ich dusche jetzt einfach morgen früh, wir haben den Boiler wieder angemacht und morgen früh sollte das Wasser auf jeden Fall wieder warm sein. Weil ich habe jetzt 20 Minuten gewartet und es ist immer noch nicht heiß und ja, vielleicht bin ich eine Pussy, aber so ist es halt nun mal. Guten Morgen, bzw. auch Mittag. Das hier ist mein Frühstück/Mittagessen. Ich erzähle euch gleich mal kurz warum. Achtung, nicht erschrecken. Ich sehe aus wie ein Jumpscare. Zum einen, dass meine Haare immer noch nass sind. Ja, und mein Gesicht. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aber ich hatte so ein Fell. Ich dachte mir gestern Abend, ja, mach ich doch mal wieder so ein bisschen Selbstbräuner auf mein Gesicht. Ich habe so ein Spray. Das spray ich dann einfach mal so drauf. Und es funktioniert eigentlich immer richtig gut. Nur hatte ich dann vergessen, dass ich meine Kontaktlinsen reinmachen muss. Die Flüssigkeit fließt aber manchmal so aus meinem Auge so ein bisschen hier raus. Also von dem. Ich mache halt immer erst so ein bisschen so Flüssigkeit von dem Kontaktlinsenzeug halt rein in mein Auge und dann mache ich die Kontaktlinse rein. Ja, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Deswegen, man sieht hier, dass diese Feuchtigkeit hier runtergedingst ist und hier komplett einen weißen Strich hinterlassen hat. Also ich sehe ganz schlimm aus. Hier, da kennt man es jetzt vielleicht besser. Seht ihr? Man sieht das perfekt. Egal, ich gehe jetzt ja gleich duschen und werde dann versuchen, das irgendwie abzureiben. Ich hoffe, es wird funktionieren. Ich bin übrigens auch krank. Ich weiß nicht, ob man mir das anhört oder ansieht. Meine Stimme ist noch nicht so betroffen zum Glück. Ja, wir müssen jetzt aber trotzdem einkaufen gehen, weil wir haben nichts mehr zu essen. Es ist echt beschissen, aber wir gehen wahrscheinlich da mit Maske einfach einkaufen, weil dann stecken wir keine anderen Leute an. Ja. So, wir waren jetzt einkaufen. Das ist unser Einkauf. Und was wisst ihr, was richtig cool ist? Auf Malta bekommt man immer drei Sixpacks Wasser, wenn man über 100 Euro bezahlt. Und da zahlen wir eh meist über 100 Euro. Deswegen haben wir dann immer Wasser. Das ist echt richtig nice. Müssen wir einfach kein eigenes Wasser kaufen. Und man kriegt ja auch Wasser dabei, weil man damit kochen muss. Weil sonst hier aus dem Hahn kommt nur Chlorwasser. Und wenn man dann Nudeln, Reis,
Suppen und so vor allem kochen, muss man das ja mit normalem Wasser machen. Und deswegen gibt es auch kostenlos Wasser. Ich nehme es jetzt zum zweiten Mal auf. Meine Haare sehen doch wieder wild aus. Ich habe aus Versehen eben vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Ja, ich war jetzt einkaufen und ich habe noch so ein paar andere Sachen gekauft, so Drogerieprodukte. Wow. Und ich brauchte ein paar neue Sachen, deswegen habe ich eingekauft und dachte, ich zeige es euch einfach. Keine Ahnung, ob es euch interessiert. Ich zeige es euch trotzdem einfach. Ihr könnt es ja wegskippen. Also, manchmal habe ich Rasier schon gekauft. Damn. Ich kaufe eigentlich immer einen anderen, also von derselben Marke, nur einen anderen. Die haben jetzt aber den irgendwie nicht mehr, deswegen Aloe Vera. Und ich habe auch eben zum ersten Mal gesehen, dass hier so ein Warning ist. Das ist so draufgeklebt, dass das irgendwie explodieren kann. Gut zu wissen, I guess. Dann habe ich Trockenshampoo gekauft, weil Trockenshampoo ist ein Lifechanger und ein Lifesaver. Ja, kann man so sagen. Das ist irgendwie eine Limited Edition. Edgy and Romantic Tent. Damn, ich dachte für den Valentinstag erstmal romantisch riechendes Trockenshampoo kaufen. Wow. Dann Haargummis. Ich kaufe immer wieder mal so alle paar Monate Haargummis, weil, ich weiß nicht, ich verliere sie einfach. Sie sind einfach weg. Ich weiß nicht, wo sie hin sind, aber sie sind einfach alle weg. Ich habe jetzt irgendwie noch so drei, ich sag drei und zeig zwei, perfekt. Zwei, drei Haargummis. Der Rest ist alles verschwunden. Ich weiß nicht wohin. Dann habe ich mir so runde Puderquaste mal zwei kleines Modell, speziell für loses Puder. Ich habe so was Ähnliches auf TikTok gesehen. Die hatten halt nur so rundes. Normalerweise ist es immer so ein Dreieck. Das soll ganz gut sein, um so seinen Concealer so zu setten. Concealer ist so das, was du drauf machst, um den Augenringe zu verdecken und Pickel. Das war gerade richtig eklig, dass es da mein Gesicht gehalten hat. Perfekt, erstmal einen Ausschlag bekommen. Und dann habe ich mir auch so was richtig Teures geholt. Und zwar von St. Moritz. Ich weiß nicht, ob ihr die mal kennt. Vielleicht war von euch, kennt ihr vielleicht. Ich habe die auf jeden Fall schon mal gehört. Und die machen so Self-Tanner, also Selbstbräuner. Und die sind richtig gut, das weiß ich auf jeden Fall. Aber die sind auch todesteuer. Und ich habe mir so einen Skin Primer geholt, weil ich hatte ja diesen Fail heute Mittag mit dem Selbstbräuner, das ist so fleckig war überall. Und damit das nie wieder passiert, habe ich mir diesen Primer geholt. Den macht man halt sozusagen vorher auf seine Haut und auf sein Gesicht drauf. Ein, zwei Tage vorher steht hier sogar. Und dann sieht die Haut auch nicht so komisch aus. Plus, ich kann damit auch wieder den Selbstbräuner runter machen, wenn er schlecht ist. Also wenn es fleckig ist. Deswegen dachte ich mir so, für 10 Euro gönne ich mir das mal. Wenigstens ist es relativ groß. Trotzdem 10 Euro. Dachte ich mir nur so, cool. Auf mal das ist aber eh alles in die Richtung relativ teuer, deswegen it's okay, I guess. It's okay. So, also ich habe Wraps für mich gemacht. Das ist meine mit Hühnchen, Salat, Paprika, Guacamole. Käse haben wir leider nicht. Und hier noch welche für Chris. Die sind nur mit Salat und Hähnchen und noch Kartoffeln extra. Chris und ich schauen jetzt Super Bowl. Also Chris schaut und erklärt mir und ich gucke einfach zu und denke mir so, mhm. Hat dir mein Essen geschmeckt, meine Wraps? Ja. Halt Geschmack. Ich kann doch nichts anderes sagen. Ja.